Nachdem Sie jetzt Ihre Sensibilität hinreichend unter Beweis gestellt haben, liebe Freunde des Studium Generale, liebe Studentinnen und Studenten, sehr geehrte Gäste aus der Stadt und der Region, liebe Kollegen und Kolleginnen. Namentlich begrüßen möchte ich heute Abend Sigrid Hornauer, die Bürgermeisterin der Gemeinde Sternenfels, die heute Abend mit dem Rektor unserer Hochschule, Professor Dr. Martin Gerhardt, eine neue Kulturpartnerschaft gewählt hat. Künftig werden diese Studium Generale Vorträge direkt in die nördliche Gemeinde Sternenfels des Enzkreises gestreamt, sodass die Sternenfelser ab 2. Mai live dabei und noch zu Hause sein können. Unser heutiges Studium Generale thematisiert einmal mehr spannende Fragen und Positionen der aktuellen gesellschaftspolitischen Debatte, nicht nur in unserem Land. Unter dem Motto, ab in die Zukunft, wobei das N in Zukunft groß geschrieben wird, lädt Baden-Württemberg in dieser Woche zum sogenannten Nachhaltigkeitstagen ein. Unsere Hochschule hat als eine der ersten 100 weltweit und eine der allerersten Hochschulen in Deutschland die Principles for Responsible Management Education, PRIME, der Vereinten Nationen unterzeichnet. An der Initiative des Landes beteiligen wir uns auch deswegen mit Vorträgen und einem Infobasar zu studentischen und weiteren Hochschulinitiativen im Bibliotheksfoyer an beiden Nachhaltigkeitstagen, nämlich morgen, am Donnerstag und am Freitag. Auch dazu sind Sie herzlich eingeladen. Nachhaltigkeit ist eines der zentralen Themen, mit denen sich unser heutiger Gast seit vielen Jahren intensiv auseinandersetzt. Ortwin Renn ist Professor für Umwelt- und Techniksoziologie an der Universität Stuttgart und Direktor des interdisziplinären Forschungsschwerpunktes Risiko und nachhaltige Technikentwicklung am Internationalen Zentrum für Kultur- und Technikforschung. Professor Renn hat Volkswirtschaftslehre, Soziologie und Sozialpsychologie studiert und an der Universität Köln promoviert. Als Wissenschaftler und Hochschullehrer arbeitete er in Deutschland, in den USA, in der Schweiz. Er ist Ehrendoktor der renommierten ETH Zürich, Honorarprofessor der Universität von Stavanger für Integrated Risk Research und seit 2009 Gastprofessor an der Normal University in Peking. Von 1998 bis 2003 leitete der international anerkannte Risikoforscher die Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg und seit 2005 den Nachhaltigkeitsbeirat des Landes. Professor Renn hat darüber hinaus das gemeinnützige Forschungsinstitut Dialogik zur Erforschung und Erprobung innovativer Kommunikations- und Partizipationsstrategien in Planungs- und Konfliktlösungsfragen gegründet. Das klingt nicht nur kompliziert, sondern ist es ganz sicher auch, wenn man sich den heftigen Streit der Stuttgarter Wutbürger vor Augen führt. Die Stadt hat Professor Renn, also die Stadt Stuttgart hat Professor Renn mit der Moderation des Bürgerforums zu Stuttgart 21 beauftragt. Das wäre ganz sicherlich auch ein interessanter, aber ein ganz anderer Vortrag. Hier und heute in den nächsten 60 Minuten geht es um unsere Risikowahrnehmung und den gesellschaftlichen und psychologischen Umgang mit Risiken, unter anderem am Beispiel gentechnisch veränderter Lebensmittel. Grüßen Sie mit mir Professor Ortwin Renn. Ja, vielen herzlichen Dank für die sehr freundliche Einführung. Danke Ihnen, dass Sie so lange ausgeharrt haben. Ich glaube, ich habe den Titel dieses Vortrages verdient. Ich hatte das Risiko, Sie hatten den Fang, den Sie sich schon gütig tun durften an beiden Plätzen. Ich saß in der Zwischenzeit auf der Autobahn und war etwas stärker über Risikogedanken beschäftigt, weil vor und hinter mir nichts mehr ging. Dann überlegt man sich doch, hätte ich nicht besser den Zug genommen. Aber ich habe mir gedacht, kommen wahrscheinlich viele Fragen, da kriege ich keinen Zug mehr nach Hause. Von daher war auch hier die Frage, ob Sie dann noch genügend Fun haben, wenn ich plötzlich abreisen müsste, ganz schnell den Zug zu bekommen, ob ich dann den zweiten Teil noch einlösen kann. Nun, das Thema No Risk, No Fun, also die Frage, wie gehen wir eigentlich mit Risiken um,
ist ein sehr aktuelles Thema. Ein Thema einerseits, das wir natürlich nach Fukushima auch gesellschaftspolitisch sehr intensiv durchlebt, durchdacht und auch völlig neue Entscheidungen haben einlösen lassen. Aber das uns auch im Alltag immer wieder verfolgen wird, wie sicher sind unsere Lebensmittel, wie sicher sind unsere Gebäude, wie sicher ist unser Verkehr, wie risikoreich sind die Dinge, die wir zu uns nehmen, wie risikoreich sind die Umweltbelastungen. Alle diese Fragen beschäftigen uns ja immer wieder. Und wenn wir die öffentlichen Gazetten aufschlagen oder im Fernsehen oder Internet nachsehen, dann haben wir immer eine ganze Kakophonie von Meinungen schon, ist alles absolut harmlos, bis das bringt sich gleich morgen um. Also, wir wollen mal sehen, wie können wir in diesem Dickicht von Risiko ein wenig Ordnung schaffen und vor allem uns überlegen, die Risikowahrnehmung, also das, was wir als Risiko wahrnehmen, und die Risikoanalyse uns gemeinsam zu neuen Erkenntnissen führen können. So wollen wir zunächst einmal etwas über das Thema Wahrnehmung als solches sagen, dann Ihnen einige der Muster vorstellen, mit denen wir alle, sich eingeschlossen auf die Experten, jeder hat diese Art von Muster, mit Risiko umzugehen. Ich werde ein Anwendungsbeispiel nehmen aus dem Lebensmittelbereich, weil das sehr anschaulich ist, und dann noch ein paar Sätze zur Kommunikation sagen, denn wenn wir mehr über die Wahrnehmung wissen, können wir natürlich auch besser kommunizieren und dann auch die entsprechenden Schlussfolgerungen ziehen. Ich beginne also mit dem Thema, was ist eigentlich die Wahrnehmung von Risiken? Nun zunächst einmal ist die Frage, was sind überhaupt Risiken? Damit wir uns darauf einigen machen können. Wir definieren Risiken als mögliche, aber nicht sichere Folgen einer Handlung oder eines Ereignisses in Bezug auf Dinge, die wir wertschätzen. Also, das kann Geld sein, das kann unsere Gesundheit sein, es kann die Qualität der Umwelt sein, es können aber auch symbolische Werte sein, wie ein schönes Landschaftsbild oder ein geordneter Haushalt. All das kann sozusagen durch ein Ereignis, eine Handlung gefährdet werden. Und das Risiko ist der Grad der Gefährdung, mit dem wir einen denkbaren Schaden dessen, was wir wertschätzen, erwarten. Also, es ist immer etwas Unsicheres, das mit Risiko verbunden ist. Und Risiko ist immer etwas, das noch nicht eingetreten ist. Wenn es eingetreten wäre, wäre es schon Schaden. Also, wenn ich heute statt dem Sattelschlepper in den Baum gefahren wäre, hätte ich nicht sozusagen das Risiko nicht gehabt und vielleicht den Schaden. So hatte ich nur das Risiko und das ist Gott sei Dank positiv ausgegangen. Nun, insofern sind Risiken immer so etwas wie mentale Abbilder. Es sind eine Hilfestellung, mit denen wir letztlich Gefahren begegnen und auch in möglicher Weise ausweichen oder die Risiken reduzieren können. Und das tun wir, indem wir kausale Beziehungen aufbauen zwischen einem bestimmten Auslöser, wie Autofahren oder Wein trinken, und den Vermutungen dessen, was dieses gesundheitlich für uns bedeuten kann. Und wir wissen alle, das ist eine goldene Regel des Risikos, je mehr wir von einem gefährlichen Stoff aufnehmen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu negativen Gesundheitsfolgen führt. Beim Wein hatten wir die Zeit, das auszuprobieren. Ja, das kann vielleicht später noch folgen. Aber letztendlich ist es immer auch eine Frage der Dosis. Und dadurch, dass wir es vorher wissen, können wir auch den Weinkonsum begrenzen. Also das Wissen um mögliche Folgen ist das eigentlich, was wir im Risikobereich wollen. Nun, es gibt eine Reihe von erkennenden Begriffen. Und die helfen uns sehr, auch das Phänomen des Risikos besser zu begreifen. Wir fangen an mit dem Begriff der Risikowahrnehmung. Dieses Wort gibt es eigentlich nur im Deutschen. Und es ist ein schönes Wort, weil es sehr klar spezifiziert, was wir damit meinen. Das, was wir als Risiko wahrnehmen, ist das, was wir als wahr annehmen. Menschen reagieren auf ihre Wahrnehmung, nicht auf das, was Experten ihnen als Fakten vorsetzen. Kann ihre Wahrnehmung beeinflussen. Aber zunächst einmal nehmen wir die Dinge wahr, und das heißt, wir nehmen sie als wahr an. Und dann gibt es natürlich andere Möglichkeiten. Es gibt Wahrgeber. Das sind die Wissenschaftler, die geben ihnen Angebote für Wahrheit vor. Die können sie annehmen oder ablehnen. Oder, wie ich eben schon gesagt habe, gerade beim Risiko haben wir immer Leute, die besonders auf der Gefährdungsseite Dinge auch dramatisieren und andere, die sie verharmlosen.
Also, sie sind ausgesetzt vielen Wahrheitsgebern, die ihre Wahrnehmung beeinflussen wollen. Ich bin auch einer davon. Also, ich versuche Ihnen heute ein Stück weit Wahrheit zu geben. Dann gibt es die Wahrmacher, die sind ja eine Hochschule, die sich auch mit Technik beschäftigt. Also, das sind die, die ihre Gefahren, auch Chancen schaffen. Klar, machen wir ja nicht Risiko zu haben, ja. Sondern, die machen Chancen. Bauen neue Maschinen, neue Technologien und schaffen dadurch neue Risiken. Und dann gibt es noch eine letzte Gruppe, die habe ich mal hier Wahrsager genannt, das passt natürlich im Deutschen auch so gut. Das sind all die Leute, die glauben viel zu wissen und dass die Wahrheit sozusagen aus ja, der Intuition ableiten und oft daneben. Manchmal auch die Medienvertreter, ich will die lieber zu nahe treten, auch die gibt es da in der Richtung. Also, das sind die immer alles besser wissen. Und in dieser Gemengelage müssen wir sozusagen mit Wahrnehmung leben. Das heißt, wie nehmen wir denn eigentlich Risiken wahr? Und da gibt es einige Grundsätze, die ich Ihnen gerne etwas erläutern will. Zunächst einmal, das habe ich schon gesagt, hängt die Wahrnehmung nicht von Tatsachen ab, was immer das sein mag, sondern von dem, was wir als wahr annehmen, wie wir die Dinge sehen. Und besonders bedrohliche oder angstauslösende Situationen, bei denen wir ein hohes Maß an Unsicherheit empfinden. Gerade dann, wenn der Schaden noch gar nicht da ist, aber bedrohlich wird, sind wir häufig viel ängstlicher, als wenn der Schaden da ist. Das können Sie beispielsweise feststellen, das kann man auch, wenn hier jemand ist, der auf der Kriminologie stammt, wenn die Geräusche hören nachts im Hause sind allein. Fürchten Sie sich zu Tod. Wenn tatsächlich der Einsatz der Folie steht, was Sie Geld haben, bei den meisten die Angst weg. Vielleicht wird aber anders, da hat sie mehr Angst vor. Aber es ist in der Tat so, in dem Moment, wo etwas, wo die Gefahr dann da ist, ist oft die Angst weg. Aber wenn es unsicher ist, ich weiß nicht, wie ich das einordnen kann, ob das schlimm oder weniger schlimm, steigt der Adrenalinspiegel, das ist ein Teil unserer anthropologischen Evolution, denn für die Menschheit selber in der Entwicklung war besonders wichtig, dass ich Signale einer drohenden Gefährdung früh erkenne. Dann wächst unsere Aufmerksamkeit, das fängt an zu schwitzen, ja, dann kommt unser Herz so richtig in Fahrt, der Blutdruck steigt, und diese verstärkte Aufmerksamkeit ist dann das, was natürlich auch die entsprechende Angst erzeugt. Wenn dann die Situation da ist, müssen wir ja gut reagieren. Auch da hat die Evolution im Prinzip dafür gesorgt, dass wir dann nicht mehr so aufgeregt sind, sondern versuchen, die Situation in den Griff zu bekommen. Und dabei stellen wir nun fest, auch das ist ein interessantes Phänomen unserer kulturellen oder sogar unserer philosophischen Vorentwicklung, dass es vier Typen der Reaktion gibt, wie wir auf gefährliche Situationen reagieren können. Das ist erstens die Flucht, zweitens der Kampf, drittens das Todstellen und viertens das Probieren, also auch Neugier ist ein Element. Und das kann man hier sozusagen in diesen Bildern feststellen. Diese, vor allem die ersten drei, das Probieren ist sozusagen eine Sekundärform der Reaktion, aber die ersten drei sind primär und zwar deshalb primär, weil die Menschen von Natur, von ihrer Biologie aus, eine dieser drei Strategien wählen, ohne nachzudenken. Und zwar, wenn die Situation sehr unsicher ist, sieht man das Todstellen als erstes. Warum? Nun, als der Mensch aus dem Urwald in die Savanne kam, der frühen Phase der Menschheit, war er sehr ungeschützt. Bald war man relativ geschützt, und das war er nicht. Das heißt, wenn dem Menschen dann der Löwe begegnet, wenn er dann sagte, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Löwe hungrig ist, das waren meine letzten Gedanken. Da war mit dem Löwen nicht viel zu machen, sondern in dem Moment gab es so drei Gedankenblitze. A, ich bin stärker als der Löwe. Na ja. B, ich bin schneller als der Löwe. Oder C, ich bin nicht stärker, ich bin schneller. Muss ich mich totstellen. Wobei das zu lange dauert, denn der Löwe ist ja nicht dumm, ist der
ursprüngliche Reflex, nämlich Gedanken, weil ich kann schneller oder ich bin stärker, ist der positiv. Dann ist der Reflex an sich positiv. Und den Reflex haben wir heute immer noch. Damit meine ich nicht meine Studenten, die schlafen während der Vorlesung, weil das sie das natürlich nicht tun, sondern es gibt viele Beispiele. Ein gutes Beispiel, ich komme gerade mit dem Auto, ist, Sie fahren mit dem Auto und plötzlich kommt ein Ball auf die Straße. Was passiert? Sie haben eine Schrecksekunde. Nicht also Todschirm. Der Todschirmreflex ist in dem Moment, wo etwas sehr Ungewohntes kommt, hat die Biologie gesagt, setze ich lieber mal erst tot. Dann überlegst du. Das ist für die Savanne außerordentlich gut. Und funktional. Fürs Autofahren nicht. Denn in dem Moment, wo sie nicht auf die Bremse gehen und eine Schrecksekunde haben, und wenn hier den Ball dann auf das Kind kommt, dann ist es möglicherweise zu viel. Und es ist ganz, ganz schwierig, diese Schrecksekunde abzutrainieren. Man versucht das mit Rennfahrern. Die brauchen viele Stunden dafür, bis sie das wirklich abtrainiert haben, dass in dem Moment, wo plötzlich etwas kommt, innerhalb einer Fraktion einer Sekunde auf die Bremse kommt. Sie haben andere Beispiele dafür, wenn Sie, ja, nehmen wir mal an, Kinder waren oder die vielleicht auch immer etwas kindliches Gemüt gewahrt haben und in den Keller gegangen sind und es ist dunkel, und plötzlich sind sie ruhig da. Sie erstarren zu Tode. Dieses Erstarren ist nichts anderes auch als dieser Todstellreflex, dass in dem Moment, wo ich nicht weiß, was passiert, also die Unsicherheit da ist, sagt unser Gehirn ständig etwas. Dann wird überlegt, fliehen oder lieber kämpfen. Auch da gibt es viele interessante Beispiele. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel dazu, wie fliehen, kämpfen durchaus auch heute große Bedeutung haben. Dann erinnern Sie sich noch an den 11. September nach diesem Terroristenanfall gab es ja in Deutschland auch angebliche terroristische Angriffe durch das Milizgut. Erinnern Sie sich nur an Antrags, ist das also, dass Leute vergiftet werden sollen. In den USA gab es das ja viel. In der Bundesrepublik Deutschland gab es ein paar Anführungszeichen Witzfolge, die Pulver verschickt hatten, Backpulver und die Leute bezahlt werden. Und in dieser Zeit bekam vor allem das Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin, aber auch das Löffler-Institut, viele andere Institute, die sich damit beschäftigen, jeden Tag anrufen von Personen, die gesagt haben, da gibt es doch diese Antragsbedrohung für Nils Brand, ich habe da Angst, das kann ich machen. Die armen Zentralistinnen, da weiß ich auch nicht, ja, was soll ich da machen, ja, das sind ja Institute. Und der Institutsleiter hat uns dann angerufen und gesagt, Sie sind doch Risikokommunikator, was machen wir denn da? Also gehört Dialog, ja, machen Sie mal Dialog. Und war es viel zu tun, hat gesagt, okay, sag den Leuten dann einfach, das ist 4000 Seiten unwahrscheinlich. Boah, da haben Sie aber den Rechnung nicht wieder wirklich gemacht. Und dann haben Leute gesagt, was, das ist unwahrscheinlich, ich habe doch erlebt in den USA, was ist das andauernd, ja, wovor soll das hier unwahrscheinlich sein, die wollen mich ja nur loswerden am Telefon, ja. Also war ganz falsch. Wieder Anruf, dann wäre er gerade geklappt. Dann habe ich gesagt, okay, nicht wieder groß nachgedacht. Dann habe ich gesagt, okay, sagen Sie einfach, wenn Sie den Laden leeren, wen würden Sie denn dann mit Antrax umbringen wollen? Das ist doch wahrscheinlich nicht Sie, Sie sind doch jetzt nicht der Bundeskanzler, der Bundeskanzler oder der Chef des Arbeitsamts oder wer auch immer, ja. Glauben Sie denn wirklich, dass des ausgerechnet Sieges anleiten. Völlig falsch. Was? Ich bin es nicht genauso viel wert wie der Bundeskanzler. Sie meinen wohl, mein Leben wäre nicht so wichtig. Ja, war nichts zu machen. Also, es war ganz falsch. Naja, dann habe ich gesagt, gut, jetzt muss ich doch mal meine eigene Forschung voranziehen und dann einfach intuitiv irgendwas in die Luft zu setzen. Und dann haben wir einen kleinen Fragebogen entwickelt, drei Fragen, ob einer eher der Flucht oder der Erdbeerkampf. Und wenn die drei Fragen beantwortet hatten,
die Telefonisten wussten, aha, der kam sehr putzig. Dann haben sie gesagt, Friedrich, wenn das nächstes Mal dort nächstes Mal die Post kommt, dann gibt es einen Briefumschlag, der etwas komisch aussieht, das ist nicht. Der Name ist zu sich durch leid, das Rechnen ist, kommt die wieder. Also, ja, machen Sie es ja hier. Wenn Sie über die Straße gehen und da ist irgendwo ja, eine Menschenmenge oder das sind besonders exponierte Gebäude, gehen Sie einfach die Anschaffung. Dann sind Sie einfach das Risiko. Und das Kampfstück haben wir natürlich schon lange. Machen Sie es, hauen Sie es an all die Schuhhandschuhe, machen Sie ganz vorsichtig auf, und Sie auf der weißen Pulver drin, Sie sehen ja, brauchen Sie dazu, kriegen Sie uns jetzt ein. Schreiben Sie einen Brief an den Abgeordneten, wie schlimm das ist, dass Sie als armer Bürger so unter diesem Terrorismus bleiben müssen, dass die Politik endlich was tun muss und so weiter. Kurzum, diese Strategie, wir haben das mal angenommen, war toll, haben wir das getestet, 6 Monate später haben Leute mal angenommen. Da hatten wir ja. Wie war die Auskunftsbeschlüsse? Ja, ganz toll. Der war wirklich zum Punkt, das hätten wir gerne gemacht. Wir hatten ein paar, etwa 15% der Leute, die falsch eingeordnet haben. Ralf Frank haben wir. Der andere, was? Wie soll ein Briefumschlag öffnen, mit so Antrags drin sein könnte? Ich wollte wissen, wie ich das vermeiden kann. Ja? Also, wenn wir falsch zugeordnet haben, waren die sehr, sehr aggressiv. Wenn wir richtig zugeordnet haben, dann sind wir. Dann bin ich damit schon ausgekriegt. Wesentlicher Punkt in unserem Risikoverhalten ist das sehr tief Biologische. Und das Biologische ist, dass wir in bestimmten Situationen, nicht so, dass wir alle entweder für die Einsatz sind, aber in bestimmten Situationen eher als Luftkrieg oder eher als Kampfkrieg und Todstellen sowieso als sozusagen, ja, wenn er das gefunden werden, also das ist das, was da im Hintergrund immer passieren kann. Und wenn wir falsch angesprochen werden, der Fluchttyp als Kampftyp, der Kampftyp als Fluchttyp in dieser Situation, kann das zu schweren kommunikativen Einheiten. Also, die ist sehr wichtig, dass wir dieses Erbe, das wir noch sozusagen aus vielen 10.000 Jahren Evolution hatten, dann auch mit ernst nehmen. Nun ist es aber damit nicht getan, denn über die kulturelle Evolution, jetzt haben wir viel über die biologische Evolution gesprochen, über die kulturelle Evolution haben sich diese Muster weiter verfeinert und wir nennen das heute sogenannte semantische Risikomuster. Und davon gibt es 6 dominante Muster. Und das kann man sich vorstellen wie eine Kommode. Da gibt es verschiedene Schublade drin. Und wenn irgendeine gefährliche Situation auftaucht, oder Informationen besser gesagt über diese gefährliche Situation, dann neigen wir dazu, sie in eine dieser 6 Schubladen einzusetzen. Also das sind Schubladen, die quasi mit Abbilder, die es uns erlauben, eine Vielzahl von möglichen Bedrohungen in irgendeine Schublade zu stecken und dadurch sind sie auch für uns viel besser greifbar. Ich werde nicht auf alle jetzt eingehen, das wird uns zu lange dauern, aber 2 möchte ich besonders herausgreifen, die besonders interessant sind, auch gerade für die moderne und auch für unsere heutige Situation und für die Debatte, die wir in letzter Zeit gehabt haben, sicherlich von prägender Kraft waren. Zunächst einmal das Risikomuster drohende Gefahr. Das ist ein Muster, bei dem es geht um technische, also von Menschen gemachte Anlagen, die ein hohes Katastrophenpotenzial haben. Klar, Kernenergie ist eins, aber das ist das Einzige. Sie können große Dämme, sie können Chemiekraftwerke oder Chemiewerke insgesamt. Sie können alles denken, was selten passiert, aber wenn es passiert, ein hohes Ausmaß an Schaden auslöst. Geringe Einflusswahrscheinlichkeit für den Schadensausfall, aber, und das ist ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt, dass wenn dieser große Schaden eintritt, man als Einzelner nicht mehr viel tun kann, außer dem. Also, da haben wir keine große Möglichkeit mehr, diesen Schaden zu verhindern oder selbst ihn abzulegen. Und dann haben wir ein sehr interessantes Phänomen, dass nämlich die Zufälligkeit dieses Ereignisses, dass es jederzeit eintreten kann, aber nicht muss, das Hauptmaß der Bedrohlichkeit ist. Und Sie können sich das vorstellen,
vorstellen, die kernige Debatte haben wir gerade hinter uns, das Fukushima in der Phase. Viele, die Kernenergie Sicherheit zu ihrem Beruf gemacht haben und Publikum, wie sie überzeugen wollen, wie sicher Kernkraftwerke sind, und sie können sich genauso wie der frühe General hier als Professor der Reaktorsicherheit vorstellen, den Beispiel erzählt, wie redundant alle Sicherheitssysteme sind, wie diversifiziert sie sind, was man tut, um die Sicherheit zu gewährleisten, warum das alles höchst unwahrscheinlich ist, dass es zur Kernschwäche kommt, was auch immer. Als Beispiel ist das alles erzählt. Da wird einer aufzeigen, wird sagen, Herr Professor, der alles schön tut. Aber kann das auch morgen passieren? Und der Professor Ehrlich würde sagen, ja. Wahrscheinlich ist es nicht, aber unmöglich ist es auch. Und in dem Moment gehen alle 200 Leute raus und sagen, warum? Weil die Bedrohung empfunden wird, dass ich nicht mehr reagieren kann, wenn etwas passiert. Und das kann jederzeit passieren. Und so die alten Griechen hatten das in ihren Mythologien eingebunden, das war das Schwert des Damokles. Wenn Sie an die Mythologie erinnern, da hing ein Schwert an einem seidenen Faden über den armen Damokles, wenn er aß oder wenn er schlief. Und jedes Mal, wenn er einschlafen wollte, hat er bisher das Schwert und dann wachte er wieder auf und hoffte, dass es nicht gut ist. Es ist in dem Mythos nie heruntergefallen. Aber der arme Damokles hat weder gegessen noch geschlafen. Und daran ist er auch gestorben. Also, letztendlich ist Zufälligkeit das, was bedroht ist. Das ist jederzeit einzigartig. Das hört sich jetzt zunächst mal ganz abstrakt an und jeder sagt, ja, schön, was hat das denn dran? Wir haben Jahrzehnte lang in der Kernenergie sehr viel Milliarden investiert, um eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit auf den Wiederzug. Auch um die Bevölkerung zu beruhigen, das ist ein akzeptables Mittel. Der Effekt war null. Wenn die Bedrohung nicht die Wahrscheinlichkeit ist, sondern die Möglichkeit, dass der Schadensfall zu jedem Zeitpunkt eintreten kann, dann spielt es keine Rolle, ob der einmal eine Million oder einmal 10 Millionen Jahre. Das heißt, alle diese Investitionen waren letztlich. Wenn die daran gedacht waren, und dafür waren sie auch gedacht, um die Bevölkerung zu beruhigen. Wenn man tatsächlich in diesem Cluster geht und sagt, ich möchte gerne, dass hier die Risikowahrnehmung verändert ist, dann kann man das dadurch tun, dass man das Katastrophenpotenzial verändert. Dann ist es nicht mehr so schlimm, wenn es passiert. Oder aber, wenn wir sicherstellen können, dass jeder meint, wenn es passiert, dann kann ich mich darauf helfen. Sicherheitsregeln, Kinder evakuieren. Da hat Deutschland bei einer selbst völlig falschen Weg eingeschlagen. Möglicherweise mit einem Grund, warum die Angst vor Kernenergie in Deutschland besonders groß ist. Dass sie nämlich gesagt hat, den Deutschen ist nicht zuzumuten, dass sie ein solches Störfall bieten. Die Kernschaftsstörfälle werden von Behörden gebieten, aber sie nie verantwortlich. Dass sie den Anwohnern nicht zumuten wollen. Völlig daneben. Die Engländer haben von vornherein gesagt, wir proben das jedes Jahr mit der Bevölkerung einen großen Schritt. Im Endeffekt haben die Engländer, die doch wenigstens viel größeres Zutrauen gewonnen dazu, dass sie in einer solchen Situation mit den großen Gefahren treffen. Das ist ganz unabhängig davon, ob man Kernenergie will oder nicht. Wird hier im Moment gar keine Rolle. Ein anderer Vortrag. Ich war selbst mit dieser Ethikkommission für die Aufsicht. Aber die Idee zu sagen, wir lassen die Leute nicht das üben, hatte genau den gegenteiligen Effekt von dem, was man erreichen wollte. Denn habt keine Angst, auch und gleich zu üben, passiert der Besuch. Das geht dahinter. Wir haben ein zweites, vielleicht auch noch interessanteres Muster, das ist ein Muster der sogenannten Schleichen. Dahinter steht eine neue Beobachtung der Moderne, die bedeutet, dass die meisten Gefahren, denen wir heute ausgesetzt sind, für uns sind es nicht mehr wahrnehmbar. Vielleicht erinnern Sie sich an BSE, alle
Wissenschaftswissenschaften ist von 98% der Deutschen bekannt. Hat höhere Bekanntheitsgrade als Nachhaltigkeit. Ja. Das vielleicht nochmal zu erwähnen. Ja, meine Damen und Herren, wie viele Menschen sind denn durch BSE in Europa aufs Leben gekommen? 100, ja, nah dran, bisschen mehr sind schon. Ja, 160. Genau, auch. Das ist übrigens genau die gleiche Zahl von Menschen, die ums Leben gekommen sind durch das unachtsame Trinken von Lampenöl. Auch 160. Das ist beides kritische Todesfälle, auch das waren junge Menschen. Kein Mensch von Ihnen hat das gehört mit dem Lampenöl. Ich soll den Lampenöl leider kaufen. Ein Verbunden mit der Rettung hat sehr viele Jahre gebraucht. Heute steht ganz klein darunter, bitte von kleinen Kindern. Das hat aber ewig gedauert. Also, das Thema, dass wir ein Risiko als hoch oder niedrig einschätzen, ist nicht unbedingt davon abhängig, wie viele Menschen davon betroffen sind. Sondern es ist sehr stark davon abhängig, wie darüber kommuniziert wird, weil wir es selber wirklich nicht mehr wahrnehmen und bewerten. Das heißt, wir nehmen nur noch über Kommunikation wahr. Also, kein Mensch von Ihnen hat BSE geschmeckt. Aber und wenn Sie sagen, ich schmecke sofort heraus, ob Sie in diesem Mineralwasser Pestizide sind, dann sage ich Ihnen, schmecken Sie nicht. Sie schmecken das glauben Sie. Aber alle Tests, die jemals gemacht worden sind, von Leuten auch, dann schmecken Sie, wie immer daneben auch, wenn Sie blind sind, das tun. Nein, das schmecken Sie. Trotzdem ist es gefährlich. Das heißt also, bei sehr vielen Gefahren, die heute ausgesetzt sind, sind wir auf Kommunikation durch Dritte angewiesen. Ob da oben Ozonloch ist, wissen wir nicht aus eigener Erfahrung. Das muss irgendeiner erzählen. Einer reden. Und jetzt haben wir drei Möglichkeiten. Schlüsselvariante ist hier Vertrauen. A. Die vertrauen dem Informanten. Irgendeinem. Vertreter sehen Sie in das Ding, Vertreter der Wissenschaft. Dann sind Sie in der Regel bereit, auf der Basis dieses vertrauensvollen Kommunikationsverhältnisses eine Kosten-Nutzer zu haben. Wenn Sie den Eindruck haben, der Greenpeace-Mann sagt die Wahrheit, wenn Sie wahrscheinlich das Mineralwasser nicht kriegen, und wenn Sie glauben, der Verband der Mineralwasserindustrie sagt die Wahrheit, dann kriegen Sie 5 Flaschen davon. Und wenn Sie sich da vertrauen, meistens sind Sie logisch, sagen, können Sie 5 Flaschen auch von trinken, aber raten würde ich Ihnen weiter. Also, das ist eine Möglichkeit, die trauen. Der zweite Fall ist, die trauen niemand. Sie sagen, der Lebensmann lügt, der Mineralwassermann lügt, sind alle Interessen, die sind der Wissenschaft, hat keine Ahnung. Dann wollen Sie null wissen. Und das ist ein interessantes Phänomen, dass egal wie hoch das Risiko ist, weil ich ja niemandem traue, der mir sagt, wie hoch es sein könnte, will ich die ganze akzeptieren. Wenn ich jetzt sagen, vergeht, ich mal vorschieben kann, Sie kennen das auch, Fernsehdiskussion, Panel-Diskussion, da steht einer und sagt, ich will nur das Risiko bei der GT. Nichts, überhaupt nicht. Zigarette hier, Schnaps da, Flasche vor der Tür. Das ist nicht inkonsistent. Einfach deshalb, weil er bei den anderen Risikoquellen durchaus der Meinung ist, die kann ich abschätzen. Aber hier traue ich keinen. Und wenn ich keinem vertraue, gebe ich die ganze Aktivität. Und das Dritte, das ist vielleicht das, was für Wissenschaftler und Kommunikatoren das wohl schwierigste zu verdauen ist, dass im Moment, wo ich jemandem vertrauen will, darunter gehören etwa 50% der Bevölkerung, die sagen, also keinem traue ich auch blöd, aber ich weiß nicht, wem ich traue. Die haben aber keine Möglichkeit, die Aussagen nachzuprüfen. Da sagt der Greenpeace-Mann, um Gottes Willen trinken Sie nicht das Wasser. Das Atrazin drin, Atrazin ist Herbstherbst. Dürfen Sie nicht trinken. Und dann sagt mir der Mann von Mineralwasser, das trinken die Leute seit 30 Jahren, so keiner vom Unfall. Alles Quatsch, das ist alles Panik. Ja. Dann sieht das Labor haben wir den Keller, das war ausgepackt. Ja? Ein paar Mäuse vielleicht holen, aber dann kriegen wir nicht das Mineralwasser zu trinken. Also, was können Sie da machen?
Dann werden sogenannte periphere Merkmale entscheiden. Periphere Merkmale sind Merkmale, die mit der Sache nichts zu tun haben. Und dann kommt hin und sagt sich, der Herr Renn da vorne trägt keine Krawatte, der ist nicht seriös. Oder der Greenpeace-Mann, der wird ja bezahlt von seinen Leuten, dass er immer dramatisiert, dem glaube ich mir gar nicht. Also, die nehmen periphere, die nichts mit der Sache zu tun haben, Merkmale auf. Und die haben dann einen Einfluss darauf, wie sie die Glaubwürdigkeit einer solchen Person erschaffen. Und das ist natürlich, wenn wir jetzt wieder an den Ausgang denken, wir nehmen das als wahr an, was wir als wahr annehmen, eine große Herausforderung, auch gerade für Wissenschaftler. Weil sie wissen, das, was ich ihnen erzähle, bei mir als Sozialwissenschaftler geht es noch ein bisschen besser, aber wenn wir es doch so Psychologen hier hätten, ich kann ihnen das nicht beweisen. Und die Möglichkeiten, die ich habe, um das glaubwürdig zu machen, sind oft so peripherer Natur, dass ich sie auch nur schwer beeinflussen kann. Oder wenn ich es beeinflussen will, merken sie das, dann geht es ganz nach hinten los. Und es gibt gute Studien, beispielsweise Fernsehdiskussionen, wo vor allem die Personen, von denen man den Eindruck hat, die besonders eloquent und besonders überzeugend in Argumenten am schlechtesten denken. Warum? Weil jeder von ihnen nachdenkt, der Typ hat den letzten Auto verkauft. Das war nach 2000 Kilometern. Also den Typ kaufen wir. Also Eloquenz zu finden, sind nicht unbedingt die besten Merkmale dafür, ob jemand glaubwürdig ist. Eine Reihe von Merkmalen, die da eine Rolle spielen, ein ganz wichtiges Merkmal ist, wie vermutete Interessengebundenheit. Muss der das dann? Ein wichtiger und ein zweiter, sehr wesentlicher Punkt ist, kommt diese Person als Person rüber oder als verkörperte Institution. Wenn man so auftritt, als ob er das Institut der Exklusiv angefangen hat. Es gibt andere Muster, ich bitte jetzt nicht, können wir vielleicht in der Diskussion noch tun, die haben wir alle aufgenommen, aber das ist nur damit es ein bisschen schöner aussieht. Ich würde jetzt vielleicht diese beiden Muster oder zumindest einige an Beispiel der Lebensmittel mal kurz anreißen, damit man auch sieht, ja, wo können wir das eigentlich anwenden. Sie sehen, ich habe jetzt hier mal drei, die beiden anderen, wie gesagt, kann man so ein Beispiel vielleicht auch nochmal nachempfinden. Vielleicht eine Gefahr bei Lebensmittel ist die Sorge und Langzeiteffekte häufig anhand von Nullrisiko, also wenn da chemische Schadstoffe drin sind, ist gar nicht. Und hier haben wir ganz besondere Maße Schlüsselvariablen Vertrauen. Wenn Sie mal die gesamte Werbung für Lebensmittel ansehen, ist das immer vertrauenswert. Kommt der Herr hin und sagt, meinen Kindern gebe ich das auch. Zeigen, da kann ich schlimmes drin sein, ich würde meinen eigenen Kindern nicht geben. Also, diese Art, ich sage, wir sehen ganz viele periphere Merkmale alle. Wenn Sie Margarine-Werbung ansehen, dann geht es nie, ob die Margarine schmeckt oder nicht schmeckt, sondern ob die Familie eine heile, harmonische Familie ist. Ja, da kommen die Kinder alle angelaufen, aber heute ist wieder warmer meine Kinder. Und wird bei ihren Kindern nicht so genauso. Also, die merken, es wird ganz versucht, auch in der Werbung diese peripheren Merkmale anzusprechen, weil man bei den Hauptmerkmalen, also bei den eigentlichen Fragen, was ist gesund oder nicht gesund, und was ist schädlich oder nicht schädlich, nicht diese Vertrauen bewahrt. Wir haben aber auch einige Gefahren. Eine der Eingriffsgefahren, die wir im Bereich der Lebensmittelforschung haben, ist, dass wir den Eindruck haben, alles, was die Natur uns gibt, ist gut und alles, was die Chemie uns gibt, ist schlecht. Da haben unsere Chemiker nicht nur Chemiker sind, sondern einfach deshalb, weil natürlich auch die Stoffe, die Natur sind, Chemiestoffe sind und die Chemiestoffe natürlich irgendwo aus der Natur stammen, da passt schon die Aufteilung. Aber viel kritischer ist es, dass es in der Natur Tausende von hochpotenten Giftstoffen, die auch eine Natur eine wichtige Funktion erfüllen, nämlich dass sie nicht gegessen werden. Und der Glaube, dass alles, was in der Natur wächst, für uns gesundheitlich gut ist, ist ein großer Irrtum. Und alles, was wir glauben, dass irgendwas Gutes drin ist in unserer Gesundheit schlecht, ist auch ein Irrtum. Das kann sein, muss aber nicht sein. Und wir haben viele verdrängte Gefahren. Ich hatte eben gefragt, wie viele Menschen sind an BSE gestorben. Ja, große Sache. Wenn ich dir aber frage, wie viele Menschen sterben denn in Europa im gleichen Zeitraum
an Salmonellen vergibt. Also in der gleichen Zeit, 1985 bis heute. Also ich denke, diese Menschen, die im gleichen Zeitraum, die 160 Menschen an PSG gestorben sind, für Salmonellen noch leben. Genau. Bitte? Ja, einige zieht da aus, dann legen wir noch was drauf. 32. Ganz einfach nur so. Aber weil das natürlich ist, unterschätzen die Gefahren, die durch Schimmelpilze, Salmonellen, Kolibakterien auslösen, sind für den Lebensmittelbereich viel relevanter als dieses Trinkwasser, dieses Mineralwasser, dieses Pestizide. Wir können noch mal weitergehen. Gentechnisch veränderte Lebensmittel wurde eben genommen. Da haben wir genau diese Art von Debatte, die wir in der Gesellschaft haben. Wir können die Risikomuster darauf auch anwenden. Die erscheinen uns als unnatürlich, was sie auch sind. Wir verändern die Gene, die normalerweise natürlich verändert werden. Die Langzeitrisiken erscheinen uns unbekannt. Der Nutzen ist umstritten. Und es ist verbunden mit dem Eindruck, da soll man gucken. Und wir hatten dazu eine empirische Befragung gemacht, europaweit, und die ist insofern sehr interessant, als wir auch zeitweise in den südlichen Ländern, Italien, Griechenland und Spanien, eine vor allem bei Frauen ausgeprägtes Misstrauen gegen Gentechnik Lebensmittel festgestellt haben. Und der Grund war nicht, dass sie nur so bekannt sei, sondern dass ihre Kompetenz nicht mehr gefragt wird. Viele dieser Frauen hatten ihre Kompetenz definiert, dass sie wissen, was ihre Männer tun. Das ist ein Teil ihrer Legitimation in der Familie. Dass sie jeder warten und sagen, mein Mann braucht mehr Vitamine, mein Mann muss das haben, mein Sohn muss das haben. Doch, auch irgendwann mal. Aber ja, das ist dann ein Teil eines systemischen Lebens. Und durch diese Novel Food wird plötzlich diese Welt auseinandergerissen. Ich weiß nicht mehr, ich habe keine Kompetenz. War der Hauptgrund für Menschen in die südlichen Länder, diese Art von Novel Food nicht zu wollen. Gleichzeitig wird Convenience Food auch in Deutschland geschätzt. Bei deutschen Umfragen sehr interessant. Familie gefragt nach dem Ernährungsverhalten. Dann haben wir immer raus, von Montag bis Freitag essen wir Convenience Food, weil wir da keine Zeit haben. Und am Samstag, Sonntag, da kochen wir. Ja, also so zweigeteilt. Ja, ideal ist dann sozusagen am Wochenende Bio und am Wochentag Convenience Food. Ja, das ist dann die Mischung, die dann in Deutschland ist. Gut, wie gehen wir jetzt mit diesen Risikomustern um? Was bedeutet das jetzt in Fragen der Risikokommunikation? Also, was können wir eigentlich aus diesen Wahrnehmungsmustern nehmen? Ich möchte die zwei, die wir nun besonders massiv hier behandelt haben, nämlich Risiko als schleichende Gefahr, das, was wahrscheinlich am stärksten in unserer modernen Gesellschaft wird, und dieses Damoklesrisiko, also das drohende Gefahr. Was, wie soll man eigentlich damit umgehen? Wie können wir die Risikowahrnehmung, die Risikowahrgebung, die Risikowahrmachung, die Wahlsager, die wir sprechen, die kriegen wir nicht ein Stück weit zusammen. Und dann ist der erste Punkt, und das haben Sie wahrscheinlich aus meinem Beispiel mitnehmen können, als ich über diese Antragsattacken gesprochen habe. Die meisten Menschen sind nicht an Risikoanalysen interessiert. Wie wahrscheinlich ist es, dass wenn Sie an diesen Mineralwasser trinken, Herbst bekommen. Die sagen, wir wollen wissen, was wir tun können. Wollen wir es trinken oder nicht trinken? Wenn wir es trinken, was können wir denn tun, um das Risiko zu verändern? Also, Risikonehmer sind weniger an Analysen interessiert, als an Informationen zu Risiken haben. Zweitens, wir leben in einer Welt von Überfluss an Informationen. Und die Informationen werden dann eigentlich von uns verändert sich aufgenommen, wenn wir Bezug haben zu dem, was unser Leben ausmacht. Oder wenn wir uns das vorstellen. Auch das ist nicht unwichtig. Denken Sie Fukushima, auch das ist ein sehr interessanter Befund. Ja, Fukushima ist 9000 Meilen von uns entfernt, hat aber in Wirklichkeit die Leute sehr geprägt. Eine, auch etwas absurde Zahl zu nennen, in Deutschland sind in 2 Monaten nach Fukushima mehr Jodtabletten verkaufen wollen. Da kennen wir uns aus. Kein anderer. Informationen
ein unterhaltsamer Vortrag. Ich bin sozusagen jemand, der in meine eigene Form hier spricht. Werden zwar eher gesteigert, weil sie mögen es, aber sie motivieren wenig für Verhaltensweisen. Also leider so, alles das, was außer dem Unterhaltsam herkommt, hat leider wenig Sinn. Das hört man gerne und freut einen auch, aber letztendlich, wenn man so viel sagen will, wenn man möchte das Risiko Verhalten ändern, dann muss man kriegen. Handlungshinweise, was kann der Risikonehmer selbst tun, um Gesundheit zu vermeiden? Ein ganz wesentlicher Punkt, wir haben in einer Risikokommission der Bundesregierung, die war vor 5 Jahren, gesagt, das Ziel muss sein, ein Risiko möglich zu machen. Und risikomöglich heißt nicht, dass wir den Bürger oder Bürger sagen, was sie tun sollen, das zu trennen, sondern dass wir sagen können, die müssen wissen, die Konsequenzen ihres Tuns. Aber sie sollen es, dass wir ihren eigenen Wert und Lebenseinstellungen selber tun. Ja? So. Dieser Einzige, der zu sagen, gut, wenn ich alles aufgeklärt habe, ich habe auch, dass sie wissen, das ist jetzt, im Jahr sterben 140.000 Menschen an. Auch von bedingten Krankheiten, 22.000 mehr, also noch ein Schritt nach 3. Alle Autounfälle sind ungefähr 5.000. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass wir die vielen Augen, dass Gesundheitsschäden auch für die Bewegung ist, ist groß. Wenn sie trotzdem laufen wollen, kein anderer Schäden, ist das ihre Entscheidung. Wenn sie das in der Lebensstil selbst sind. Aber es ist wichtig zu wissen, was ist die Gefährdung? Dann sollten Sie so gut informiert sein, dass Sie selber die Entscheidung haben. In dem Moment, wo wir diese Informationen geben, sind wir die Frage, ja, habe ich die 140.000 gerade erfüllt, um diese Anti-Aura-Kampagne zu verkaufen? Oder ist das wahr? Und wo kann ich wissen, ob es wahr ist? Das heißt, wir brauchen Vertrauenshinweise. Vertrauenshinweise kann man gewinnen, einerseits dadurch, dass man mit vertrauenswürdigen Institutionen etwas gemeinsam machen. Also, man sagt, es ist jetzt nicht nur die Zahl, die Träger von der Anti-Raucher liegt, sondern das ist auch die Zahl der deutschen psychologischen Gesellschaft, das ist auch die Zahl, die die kardiologische Gesellschaft aufgegeben hat, das ist auch die Zahl, der deutsche Verbraucherrat benutzt. Also, wenn die alle die gleiche Zahl nutzen, dann kann man eigentlich ganz alles. Das ist eine Möglichkeit, dass man Risikomanagement zeigt, dass man hier Erfolge haben kann, also dort, wo die Rauchquote zurückgeht, geht auch die Lebenskraftquote zurück. Und dass man auch den Bewertungsprozess als selbe in die Kommunikation einbezieht. Also das sind so einige Möglichkeiten, wie man dann doch auch die Risikowahrnehmung ein Stück weit beeinflussen kann. Damit möchte ich zum Schluss kommen. Zunächst einmal nochmal, Risikowahrnehmung ist das, was wir also wahrnehmen, das ist die Realität. Und es gibt gewisse semantische Muster, die weitgehend die Bewertung und die Wahrnehmung dieser Risiken bestimmen. Die sind ursprünglich abgeleitet aus der biologischen Evolution, also wie wir mit Gefährdungen als Spezies umgehen, sind aber dann kulturell überfallen worden, sind heute in diesen semantischen Mustern zusammengeführt. Unter diesen Mustern sind besonders relevant die schleichenden Gefahren und die drohenden Gefahren, beides unterschiedliche Schutzarten, wie wir sehr viel diese Risiken einordnen und dann, wo die eingeordnet sind, auch dementsprechend verhalten. Und Risikowahrnehmung ist eine eigene Realität, sie ist eine Realität, die wir mit einbedenken und berechnen müssen, weil ohne dem, was wir die Risikowahrnehmung sehen, auch keine sinnvolle Risikopolitik machen können. Risikokommunikation, doch unsere mündige Bürgersache, also dass sie sachlich probiert, aber den eigenen Werten und Vorstellungen entsprechend oft als Bildung behelfen kann. Dazu gehört Hinweise, Handlungsmöglichkeiten, Erkennen der eigenen Wahrnehmungsmuster, ganz wichtig, deshalb mache ich auch den Vortrag heute. Selbsterkenntnis ist der beste Weg, um Manipulationen zu erkennen. Nicht von der Selbsterkenntnis. Man weiß, worauf man einfällt. Das hilft außerordentlich beim Autokauf, wie auch bei der Frage, welche Risiken will ich eingehen, welche nicht. Und Angst ist in der Tat ein wichtiger Ratgeber, aber wie alle guten Ratgeber sind es ganz gut, sie auch ein Stück weit auf den Platz zu halten. Und damit möchte ich heute noch kurz nachdenken. Der hat mein Ratgeber. Vielen Dank.